Klinfer hat sich gegen uns gestellt. Er wird wahrscheinlich von Schergen des Wunschparks kontrolliert. Wir sind im großen Finale von Pokepark 2. Doch Klinfer kann uns leider nicht so sonderlich viel anhaben, da er nicht so sonderlich stark ist, auch wenn er sein Bestes gibt. Eigentlich hätte Pikachu diese Ehre gegönnt. Lin. Gegen seinen besten Freund zu kämpfen. Ich stelle das mal geschwind noch ein. Und jetzt geht er, weil er traurig ist. Doch diese Schurken lassen uns nicht durch. Verdammt. Aber ein ausgeglichener Kampf schon. Wenn da nicht ein legendäres Pokémon wäre. Na, Darkrai. Ihr seid also endlich gekommen. Ihr gelben Berserker. Alle Achtung, das ist also die Kraft der Freundschaft. Sieh an, sieh an. Verdammt nochmal, was macht der? Ja, das nennt man Falle. Großer Gott, was geht hier ab? Wer bist du? Was? Pikachu ist dein Name? Ich heiße Otaru. Falls du weißt, wo wir sind, verrat mir bitte. Ich befand mich plötzlich hier, ohne wirklich zu wissen warum. Was hast du? Falls es um einen Fall geht, hoffe ich, helfe ich dir gern. Ach du liebe Zeit, er hat die Gedanken dann gelöscht. Nanu, was mache ich hier? Bin ich hier, um zu trainieren? Ich bin Floink. Verrätst du mir, wo wir sind? Ist irgendwie unheimlich hier. Weißt du vielleicht, wie man zurück in den Felsbezirk kommt? Oh, großer Gott, ey. Was willst du von mir? Ich war eben noch im Flora-Bezirk. Was mache ich also plötzlich hier? Was hast du? Wieso starrst du mich so an? Hab ich was im Mundwinkel? Oh, Darkrai, dafür gibt's jetzt was. Deine Freunde haben dich vergessen. Du sollst für alle Zeiten in der Einsamkeit verzweifeln. Und alleine das macht das Finale von Pokepark wie von Pokepark 2 spannender als das von Pokepark 1. Aufgrund der Tatsache, dass man hier einen Gegenspieler hat. Ja, was geht jetzt ab? Jetzt sind wir wieder alleine wie am Anfang des Let's Plays. Was ist denn jetzt los hier? Hat Darkrai schon alles zerstört oder was? Oder hat Darkrai schon alles leer geräumt? Also zerstört nicht, weil hier ist noch einiges aufgebaut. Aber Pikachu sucht die ganze Zeit nach irgendwas. Alles leer. Ja, was kann man nur machen? Selbst der Himmel hat sie verfinstert. Ich frage mich, wie kommt der überhaupt dahin? Und diese Regentropfen, die sehen eigentlich ganz schön episch aus. Also ihr könnt sie jetzt nicht so unbedingt gut sehen aufgrund der Lichtverhältnisse. Aber die Tropfen, die haben sie gut hingekriegt, die Entwickler. Das ist sehr beeindruckend. Natürlich, das ist jetzt fragsam und da hinten haben wir gerade gesehen die zwei legendären Pokémon Zekrom und Reshiram.
Ja, also, ich verstehe jetzt nicht ganz, was abgeht. Also, das habe ich schon damals nicht verstanden. Jetzt ist plötzlich alles wieder gut, die Sonne scheint wieder. Time for Nonsense Dance. Nach dem Kampf gegen euch war ich tief traurig und habe mich so sehr geschämt, dass ich am liebsten ganz weit weggelaufen wäre und nie wieder zurückgekommen wäre. Doch dann ertönte irgendwie hoch oben am Himmel eine Stimme. Es erschienen zwei Pokémon, eins mit weißem und der andere mit schwarzen Flügeln. Sie brachten mich direkt hierher. Otaro solltest du dort finden, wo du dich mit ihm angefreundet hast. Schnell, gehen! Suchen, nur Mut. Deine Freunde haben jegliche Erinnerungen an dich verloren. Jetzt liegt es an dir, ihnen eure Freundschaft ins Gedächtnis zu rufen. Ich mache mich jetzt auch wieder auf den Weg. Ich habe nämlich noch was zu erledigen. Anstatt mich zu unterstützen? Ich bin mir sicher, dass wir einander wiedersehen werden, auch wenn wir fürs Erste getrennte Wege gehen. Unsere Herzen bleiben miteinander verbunden. Nächstes Unlogische. Warum sind jetzt alle wieder da? Gut, ich hole mir jetzt erst einmal noch ein paar Upgrades. Und da wir nur Pikachu da sind, da nur Pikachu anwesend ist, können wir auch nur Pikachu trainieren. Ich denke mal, wir werden mal mit Pikachu den Endkampf machen, deswegen wäre ein Training nicht so sonderlich schlecht. Perfekt, besser geht's nicht, oder doch? Und wir trainieren noch ganz nach oben, oder? Tausend Bären, die bezahlen mir. Ich denke mal, das ist das letzte Training für die Energie. Jetzt kann Pikachu auch ganz Ohr doch tragen. Dann Energie hat Stufe 3 erreicht. Das war die letzte Lektion meines Spezialtrainings. Mehr kann ich dir wirklich nicht beibringen. Ja, oder doch, das war jetzt ein Spaß. Ja, eure Schüler sind verschwunden. Leider. Dann machen wir noch Donnerblitz 2. Und er kann es immer noch abwehren. Aber das war nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt mit dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, Plinfa suchen. Nee, nicht Plinfa, sondern Otaro. Vergesse ich immer wieder. Übrigens, Drift-Zeppeli ist nicht da. Wir können nicht mit Drift-Zeppeli fliegen, aufgrund von Wetterverhältnissen. Das wird nämlich da immer wieder stehen. Ich werde es euch vielleicht nochmal zeigen. Deswegen, wir müssen den ganzen Weg zu Fuß wandern. Und ich denke mal, morgen würden dann auch die letzten Parts folgen, weil es wird noch einiges kommen, Leute. Es wird noch einiges kommen. Ihr wisst gar nicht, was noch kommen wird. Deswegen bezweifle ich auch ein bisschen, dass der letzte Part 15 Minuten lang wird. Und das ein bisschen überschreiten wird. Deswegen werde ich auch danach Pause machen. So ungefähr wieder aufladen. Vielleicht dann noch den letzten Part aufnehmen. Wer weiß, ob ich mich dazu noch heute in der Lage sehe oder heute erstmal Ruhe habe. Ich habe heute Game & Wario durchgespielt, war enttäuscht. Und hier haben wir Otaro. Der Ahnungslose. Mir ist ganz seltsam zumute. Ich weiß genau, dass es einen ernsten Fall zu lösen gilt, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich tun soll. Ich habe gehofft, meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen zu können, indem ich hierher komme, aber möchtest du Otaro zu herausfordern? Ja. Nanu, du willst gegen mich kämpfen? Einerseits habe ich gehofft, hier ein paar klare Gedanken zu fassen, aber andererseits herrscht in meinem Kopf nach wie vor ein solches Chaos, dass es vielleicht gar nicht so schadet, wenn ich ein bisschen durchgeschüttelt werde.
Der ist natürlich schwach, komischerweise. Verdammt! So. Das war die Todesschwinge. Pikachu! Das ist wirklich merkwürdig. Wieso hatte ich bis gerade eben noch jede Erinnerung an dich verloren? Aber dank dir erinnere mich jetzt wieder daran, was zu tun ist. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um den Poképark vor dem Untergang zu bewahren. Lassen Sie den Flurappel zurückgehen und nach Serpifeu Ausschau halten. Sie hält sich gewiss in der Nähe des Baumstumpfes im grünen Hain auf. So, dann besuchen wir nun Serpifeu. Also da kann ich euch ja mal schön zeigen, oder? Weil wenn ich den jetzt anspreche, dann sagt er mir, der Himmel gefällt mir heute überhaupt nicht. Also anscheinend ist die Katastrophe wirklich so schlimm, dass er beinahe schon Eyjafjallajökull, oder wie auch immer der Vulkan hieß, Verhältnisse hat. Oder halt jedenfalls Verhältnisse des Ausbruches des isländischen Vulkans im Mai 2010. Isländer können jetzt gerne den Namen darunter in die Kommentare schreiben. Oder Deutsche, die gut Isländisch schreiben können. Und das bitte auswendig und ohne Wikipedia-Hilfe. Natürlich möchte man uns jetzt natürlich die Ladesequenzen nicht vorenthalten, da die ja durchaus pädagogisch wertvoll sein können. Also ich denke mal, die Höchstlänge des Let's Plays wird sich auf zwei Parts, also es werden jetzt noch zwei Parts wahrscheinlich folgen. Serpifeu holen wir noch und Floink im nächsten Part. Und das Let's Play wird höchstens noch zwei Parts lang, das kann ich mir versprechen. Oder vielleicht auch nur ein einziger Part. Oder vielleicht schaffen wir es jetzt dann noch Floink zu holen. Aber was ich eher nicht denke. Zum grünen Hain in den Flora-Bezirk. Ja, das ist definitiv nicht so sonderlich schön, das mit den Ladesequenzen. Nirschchen. Da wären wir auch schon. Wie viele Freunde haben wir eigentlich schon? 66, okay. Also die Ausgangsposition bei Poképark 1 war 87. Hier wird es wahrscheinlich sich auf so ungefähr 70 belaufen. Wieso nur? Noch vor kurzem erschien mir alles aufregend und bunt. Jetzt herrscht nur Langeweile. Ach, da heißt es fangen. Fangen? Meinetwegen. Wenigstens ein Zeitvertreib. Also nicht jeder einen Kampf, aber ich denke mal, mit Floink wird es einen Kampf geben. Weil Verstecken, das lohnt sich doch nicht bei dem.
Also, Kollisionskurs, mal wieder. Ich weiß nicht, was ich damals eigentlich gesagt habe, als Serpy für uns beigetreten ist. Pikachu, Otaro, ihr seid extra hergekommen, um mich abzuholen. Danke. Wenn ich mit euch zusammen bin, dann macht alles wieder Spaß. So. Gehen wir Floink suchen. Er ist bestimmt bei der Kanone im Felsbezirk. Was für ein Vorschlag, Leute. Das Finale geht weiter. Von Pokepark Wii. Von Pokepark 2, meine ich. Allerdings erst im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.